Hallo, beste Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Haar-Update. Lange wurde es von euch angefragt. Ganz, ganz viele wollten wissen, wie läuft's mit deinen Haaren? Warum sind die so lang geworden? Kam ganz oft die Frage. Schneidest du noch nach dem Mond? Wenn ja, wieso nicht? Oder wenn ja, warum? Und lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich heute meine Haare geschnitten. Ob heute tatsächlich auch Mondschnittgedöns gewesen wäre, wahrscheinlich nicht. Ja, ich hätte heute nämlich nicht schneiden dürfen. Deswegen liegen meine Haare heute vielleicht auch einfach nicht. Ich habe heute 1 Zentimeter circa abgeschnitten, aber wer das Thumbnail schon gesehen hat, wird natürlich gesehen haben, ich habe längere Haare gekriegt. Wie hat sie das hingekriegt, fragt ihr euch. Und ich verrate euch den One and Only Tipp, den euch sonst noch niemand eventuell verraten hat. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht geschnitten. Ich habe nur geschnitten, wenn die Enden wirklich extrem knusprig wurden. Das waren so alle drei bis vier Monate, vielleicht sogar noch mal länger. Und ich habe die Haare einfach Haare sein lassen. Und wenn ich Spliss drin hatte, dann habe ich den Spliss erstmal drin gelassen, bis meine Freundin Emily dann vorbeikam und bei mir einen Splissschnitt gemacht hat. Denn das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das Einzige, was ihr zwischendrin machen solltet, ist einfach mal, wenn ihr die Zeit und Lust habt und nicht wirklich jeden Monat oder jede Woche das zu machen, einfach mal den Spliss an einem Tag alle 2 bis 3 Monate rausschneiden und sagen wir alle halbe Jahr einmal kürzen, dann kommt ihr irgendwann zu der Länge, die ihr auch haben wollt. Das ist ungefähr die Länge, die ich haben will, beziehungsweise haben wollte. Und jetzt bin ich da. Natürlich will ich länger haben. Natürlich will ich jetzt bis hier haben, auf jeden Fall. Aber das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mich etwas gesünder ernährt eventuell, unbeabsichtigt, weil ich jetzt vegan esse und lebe. Das heißt, es kommt nicht mehr so häufig zu Entzündungen auf meiner Kopfhaut. Das seborrhöische Ekzem oder wie es auch immer ausgesprochen wird, ist nicht mehr so doll ausgeprägt, seitdem ich etwas histaminarmer und eben vegan esse. Zudem habe ich mein Eisen immer ordentlich eingenommen. Ich habe geschaut, welche Lebensmittelallergien habe ich. Das wird aber vielleicht nochmal in einem anderen Video enthüllt. Beziehungsweise, ich habe mir ja noch nicht alle Werte angeguckt. Aber ich weiß definitiv, weil ich eben mein Eisen immer überwacht habe, dass ich wieder bei einem normalen Eisenlevel angekommen bin. Ich habe mein Vitamin B12 genommen, seitdem ich vegan lebe. Mir geht es so viel besser und ich habe die Haare Haare sein lassen. Wenn sie trocken waren, habe ich einfach mal eine Spülung? Spülung habe ich jedes Mal reingegeben von Lush und habe meine Haare versucht, nicht so häufig zu waschen. Ich habe sie regelmäßig gekämmt, damit sie nicht verfilzen. Okay, gut, ihr wollt wahrscheinlich irgendwelche Tipps an die Hand haben. Dann lasst es mich so ausdrücken. Ich habe natürlich mich gesund ernährt. Das heißt vegan und histaminärmer, damit mein seborrhöisches Ekzem oder wie auch immer es ausgesprochen wird, auf der Kopfhaut etwas zurückgeht. Das heißt, meine Kopfhaut konnte schon etwas mehr chillen. Wenn ich Haarmasken gemacht habe, habe ich die meistens abends aufs Haar gegeben und über die Nacht einwirken lassen. Einmal die Woche bis einmal alle 2 Wochen, immer wenn die Haare eben zu trocken wurden. Ich habe eben von meiner Freundin Emily mir, sagen wir, alle zwei Monate doch schon einen Splissschnitt geben lassen. Das heißt, ich habe mir nichts von ihr von der Länge wegnehmen lassen. Es sei denn, ich habe sie ja explizit gesagt, dass jetzt mal so ein bisschen die Spitzen können. Aber sie hat halt wirklich einfach nur für mich geschaut, alles klar, da ist Spliss, den schneide ich ab. Findet so eine Freundin oder findet euren Freund, der das für euch macht. Und Ernährung, Spliss abschneiden, nichts von der Länge wegnehmen. Tatsächlich habe ich nicht mehr so wirklich nach dem Mond geschnitten. Ich habe natürlich geguckt, okay, heute ist wieder ein guter Tag für einen Mondschnitt, aber ich habe die Haare einfach wachsen lassen. Zudem habe ich meine Haare nicht allzu häufig schamponiert, habe meine Haare ausfetten lassen, das heißt wirklich einfach mal 1-2 Tage nicht gewaschen und dann lieber einen Zopf getragen, beziehungsweise einen Flechtzopf, weil das dann nicht so stark die dünnen Haare hier oben auch noch beansprucht, weil ich einfach dünnes Haar habe, ich habe nicht gefärbt. Ich habe meine Haare regelmäßig gekämmt, damit sie eben nicht verfilzen tatsächlich. Und dann kann man natürlich eben das Sebum vom Kopf schön in die Längen verteilen. Und ja, das habe ich getan. Ich habe von Aesop die Rose and Scalp, Rose and Hair, Scalp, Rose Hair,
Hair and Rose Hair and Scalp. So Rose Hair, Rose and, oh, fuck off. Das ist die Rose and Scalp Hair Moisturizing Mask. Die gibt es in einer Tube für 29 Euro oder in einer großen Pumptube für 80 Euro. Aber die ist wundervoll. Wirklich, ich liebe sie. Die macht meine Haare ultra soft und es ist kein Scheiß drin. Wie Silikon und hast du nicht gesehen. Zudem habe ich tatsächlich einfach ab und zu medizinisches Shampoo benutzt, wenn meine Haare, meine Kopfhaut extrem gejuckt hat. Zwischendrin einfach Naturkosmetik, I+M Berlin Glanz Shampoo oder von Alverde 1 oder von Veleda 1. So ein kleines Stück Conditioner von Lush habe ich hier noch tatsächlich als Conditioner, als Spülung. Das kann man sich einfach so durchs Haar geben und dann wird das Haar weich. Ich weiß gar nicht, ob es der Big Conditioner war oder der Sugar O' Daddy hieß er, genau. Und ja, ich habe meine Haare sehr, sehr selten geföhnt, sehr, sehr selten gestylt. Und das ist eigentlich auch schon der Tipp. Lasst eure Haare in Ruhe. Lasst sie wachsen, schneidet nicht so häufig und geht gut mit euch selbst um. Trinkt genug und versteift euch nicht auf das Thema. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man einfach bedenken sollte. Ich habe so lange dieser Länge hier, und das ist für einige echt nicht lang, hinterher geheult, weil ich immer bei der Länge hier war und ich habe sie nicht erreicht, weil ich mich so hart auf dieses Thema versteift habe. Und das kann man generell im kompletten Leben anwenden. Versteift euch nicht auf dieses Thema, lasst die Haare in Ruhe und genießt das Leben und dann sprießen die Haare von ganz alleine. Die Haare wachsen circa 1 Zentimeter jeden Monat, wenn man da immer 1 Zentimeter abschneidet. Auch nach Mondkalender ist jetzt meine Erfahrung. Wow, das große Fazit. Wenn man 1 Zentimeter abschneidet, der 1 Zentimeter wächst, bekommt man keinen Zentimeter dazu. Okay. Also, lasst die Haare wachsen, so kaputt sie auch sind, beziehungsweise wenn die Haare sehr, sehr kaputt gefärbt sind, dann lasst wachsen, schneidet immer ordentlich ab. Wartet bis zu einer Länge, wo ihr sagen könnt, okay, das ist jetzt Ombre-Look, das kann ich jetzt so wachsen lassen. Oder wartet einfach, bis die Naturhaare draußen sind und dann lasst wachsen. Dann bekommt ihr lange Haare, das ist so. Oder ihr habt natürlich eine gewisse Haarlänge, die für euch vorbestimmt ist. Es gibt einfach Haare, die irgendwann aufhören zu wachsen, weil die Wachstumsperiode genau 7 Jahre, glaube ich, dauert bei einem Haar. Wer weiß, ob ich irgendwann noch mal längeres Haar haben werde. Das werden wir vielleicht in einem halben bis einem Jahr dann sehen, wenn ich das neue Haar-Update mache. Aber die Wahrheit ist, und ich möchte ehrlich zu euch sein, ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe nicht weiter nach dem Mond geschnitten. Ich habe meine Haare in Ruhe gelassen und habe wachsen lassen. Liebe Linda, diesen Tipp hast du mir gegeben. Und ich wollte nicht auf dich hören. Wer Linda noch nicht kennt, dem verlinke ich hier natürlich nochmal einen Edinburgh-Vlog. Der kann Linda jetzt kennenlernen. Ansonsten, alles Weitere, was ich euch erzähle, findet ihr immer auf Instagram. Tipps und Tricks in meinen Insta-Stories tatsächlich. Also folgt mir da bitte. Wenn ihr das noch nicht tut, dann weiß ich tatsächlich nicht, was ihr da mit eurem Leben eigentlich anstellt. Und ja, ich verlinke euch hier einmal das alte Fazit, das alte Mondkalender-Haar-Update, falls ihr das gerne nochmal sehen möchtet. Vielleicht soll ich nochmal ein Reaction-Video dazu machen. Um mich rum findet ihr natürlich wieder den Abo-Button. Das heißt, wenn ihr noch nicht Abonnent von diesem Kanal seid, gönnt euch jetzt sofort. Und ansonsten bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.